Moin, mein Name ist Robin. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei den Stadtwerken Norderstedt und befinde mich im ersten Lehrjahr. Im Rahmen der Hausinstallation möchte ich euch heute eine Klingelschaltung vorstellen. Zum Aufbau einer Klingelschaltung benötigen wir folgende Bauteile: eine Türöffnungssimulationsplatte, ein Klingeltransformator, Steckverbinder, drei Klingelsimulationsplatten und Leitungen mit verschiedenen Aderanzahlen. Hier seht ihr gerade, wie ich die Klingelschaltung aufbaue, angefangen mit den Simulationsplatten und den Kabelhalterungen. Anschließend verlege ich die Leitungen und verbinde die Adern mit Steckverbindern. Dabei ist auf den richtigen Farbcode zu achten. So, die Schaltung ist jetzt fertig, aber bevor wir diese in Betrieb nehmen können, müssen wir erstmal verschiedene Messungen durchführen, angefangen mit der Niederummessung. Bevor wir die Niederummessung durchführen, müssen wir zunächst das Gerät richtig einstellen und nullen. Bei der Niederummessung überprüfen wir den Widerstand des Schutzleiters. Anschließend folgt die ISO-Messung. Hierbei messen wir, ob unsere Isolation der Leiter intakt ist. Anschließend setzen wir unsere Schaltung unter Strom und überprüfen die korrekte Spannung. Nun testen wir die Funktion der Schaltung. So, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat und ihr Interesse an einer Ausbildung bekommen habt, schaut doch in der Videobeschreibung vorbei.